Lieben Leute, schon wieder geht die Musik aus, echt richtig professionell. So, heute mal wieder eine neue Folge, wo ich euch mal diesen Lautschild zeige. Ihr denkt euch, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Kurse. Ich nenne es so. Falsch die Namen, ich kenne. Also, ihr seht schon, ich habe ein paar Modpacks. Nicht wahr. Heute zeige ich euch, wie man eins erstellt. So. Hallo. So. Also erstmal, also ihr habt euch eingeloggt und angemeldet und alles so. Dann seid ihr auf diesem, also dann müsst ihr mal Kurs sehen und so. Also dann geht ihr auf benutzerdefiniertes Profil erstellen. Dann wählt ihr hier den Profilnamen aus. Ich nenne den jetzt einfach mal, Test 2. Sonst wählt ihr eure Minecraft-Version aus. Hallo. Wollen Sie bitte mal laden? Da will ich jetzt mal die 1.11 aus, jetzt seht ihr euch. Oh, neueste Version. Ja. Das ist die neueste Version, mit der ich euch das demonstrieren werde. Hallo? Ah, da ist das Zeug. Installen, create den Kirchens Folger. Es geht schnell. Das dauert nicht so lange. So. Sollte jetzt schnell gehen. Und die Musik ist neu. Ich schneide jetzt nichts in diesem Video. Ich schneide auch nicht ohne Unterstützung rein. Das mache ich heute nicht. Ich hoffe, das Video ist dann trotzdem gut, weil sonst dauert es dann ja zu lange. Und das ist leider viel zu lang. Die Musik habe ich jetzt im Hintergrund laufen. Die nimmt er dann auch auf. So, jetzt klickt ihr auf dieses Spiel. Nicht auf Spielen, ist ganz wichtig. Da habt ihr dieses Fenster hier. Dann müsst ihr auf Mods zufügen, falls es nicht steht, oder Resource Packs oder Maps. Oder ihr könnt auch einfach hier auf Füge weiter. Ich gehe jetzt immer auf Mods hinzufügen. Und dann, also es ist jetzt 1.11, das wird es eigentlich nicht so viel geben. Doch, John und Map gibt's, das klickt ihr jetzt drauf. Und wird es eigentlich herunterladen und Iron Chest kann man ja mal nehmen. Bubbles? Wir haben so Plenty. Hallo. Wir haben so Plenty. Bubbles of Flatter ist noch gut. Der ich jetzt alle herunter. Können wir nicht viel. Dann gehe ich jetzt mal auf Resource Packs. Da kann ich mir einfach mal. Das sind 32er. Das ist mir ein bisschen zu wenig. 128er. Das klingt schon besser. Mehr würde ich mir gleich machen. Das dauert jetzt auch nicht so lange. Also, ist jetzt wie bei Mods und bei Maps ist es genauso. Ihr klickt jetzt zum Beispiel auf die hier oder die hier oder die hier. Die hier. Achso, man kann nur zwei gleichzeitig herunter oder drei. Ich weiß es nicht. Lade. Warum steht da Lade? Muss doch eigentlich Lade stehen. Pendy in König. Also, das dauert jetzt erstmal eine Weile. Da müsst ihr leider Geduld haben. Ich finde das nicht so geil. Wenn das dann auch fertig ist, irgendwann mal, dann könnt ihr einfach auch zurück. Ich hoffe, die habe ich jetzt die Folge. Ist das Package? Ja, habe ich. Installierte Mods. Da gibt es was. Hier können sie an- und ausmachen. Ich gehe jetzt mal auf Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich sehen werdet. Wenn ich Minecraft hier in diesem Fenster habe. Ich muss jetzt gucken, falls nicht. Dann halt nicht, dann muss ich das halt leider zurückschneiden. Wie gesagt, ich wollte halt nicht schneiden, falls es so ist. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Obwohl, ach, bestimmt nicht. Ne? Ach, da installiert er noch. Gerade noch? Okay, Leute, ich würde sagen.
Ich probiere es sicher aus. Ich will es einfach nicht ausprobieren. Also, ciao, Leute.